Die Remscheider Musikrunde 2024. Im Hintergrund läuft I Like to Move It. Nein, wir sind nicht in Madagaskar, wir sind immer noch in Remscheid. Ja, die GEWAG hat es dieses Jahr auch wieder gesponsert und ich habe den Maximilian Süß bei mir. Max, ja, we like to move it. Also, wie ist die Stimmung? Ja, Stimmung ist super, wird viel getanzt bei uns, Hütte ist auch gut voll. Und ja, der Oliver Hanf legt mit seiner Groove-Section richtig gut los und ja, hat die Massen im Griff, würde ich sagen. Genau, die Massen im Griff. Wie wichtig ist es, dass es sowas wie die Musikrunde gibt? Ja, ich denke, es ist immer eine gute Connection hier für alle, die mitmachen hier von unseren Lokalitäten. Wir waren ja dieses Jahr wieder auch 12 Lokale, die da sich angemeldet haben. Wichtig ist natürlich immer, dass die Leute auch kommen und Spaß haben und einen schönen Abend haben. Das ist halt so das Allerwichtigste an der ganzen Geschichte. Ich denke, wir haben gute Mischung mit allen Bands, die eine große Bandbreite abgedeckt haben an Musik. Leider ist ja Privacy ausgefallen im Löw, krankheitsbedingt. Gute Besserung an dieser Stelle auch nochmal. Da kann man halt nichts gegen machen. Aber ja, so haben wir jetzt noch 11 Lokale, die da mit dabei sind. Und ich hoffe, das ist überall so gut wie bei uns. Dann danke ich dir, Max. Und wir gehen mal ein bisschen rum hier heute Abend in der Remscheid Innenstadt und gucken uns einige Lokalitäten an. Wir sind jetzt im Miro und ich habe den Thorsten Dinke bei mir. Thorsten, wie wichtig ist es für euch als Miro, Teil der Remscheider Musikrunde zu sein? Ja, enorm. Also wirklich, das ist in der Jahresplanung wirklich fest etabliert drin und wir brauchen sowas, solche Events. Von mir aus gerne noch mehr, jeden Monat irgendwas. Welche Band hast du heute zu dir zu Gast? Bei uns ist Page One. Die sind, glaube ich, das zweite Mal in Remscheid, kennen noch nicht ganz so viele und du siehst ja, der Zuspruch ist super. Also die Leute kommen in Scharen, wirklich toll. Und wie wichtig ist es, du hast ja hier so einen wunderschönen Biergarten, dass das Wetter heute so schön ist, schön warm immer noch, dass die Leute auch draußen sitzen können und dass es nicht regnet. Das kommt natürlich noch on top. Also wenn man bedenkt hier, wie es in den letzten Tagen war, war ja wirklich traumhaftes Wetter und heute noch schöner. Und du siehst es hier, der Biergarten ist voll von Anfang an und das ist toll, top. Ein wunderbarer Abend. Vom Andalusia und ich habe Miguel bei mir. Miguel, spanische Musik bei euch im Laden, bei der Musikrunde. Was wird alles geboten? Auf jeden Fall heute eine schöne Party mit Manuel Ragu, Flamenco, Rumba, Pop, auf jeden Fall Tanzmusik, wo die Leute drauf abgehen können. Ne? Wie wichtig ist es, dass ihr als Andalusia an sowas wie der Remscheider Musikrunde teilnimmt? Ist sehr wichtig, wir sind schon von Anfang an dabei und wir freuen uns immer. Für Remscheid ist das auf jeden Fall eine Bereicherung. Und wie wichtig ist es denn, dass du... Nicht nur du, dass die anderen Gastronomen, dass ihr zusammenhält und dass ihr sowas wie die Musikrunde zusammen organisiert. Auf jeden Fall ist das was ganz Gutes. Das müssen wir eigentlich viel mehr machen, ne? Dass man zusammenhält und Remscheid auf Vordermann bringt. Bei mir Oliver Hanf und wir sind hier im Rock'n'Roll. Olli, in welcher Formation warst du heute hier und hast musiziert? Wir waren heute zu dritt im Trio. Ich habe in meinem Looper gespielt, da unten. Wir hatten eine Sängerin dabei und eine Saxophonistin und wir haben halt Partyprogramm gespielt. Ne? Genau, wir hatten gerade im Aufsager, hatten wir so ein bisschen, da lief die Melodie von Madagaskar, ne? I Like to Move It. Ja. Wie ist es für dich, wie war es für euch hier heute im Rack zu spielen? Ja, war super gut. Ich meine, wir sind jetzt zum dritten Mal, glaube ich, da zu dieser Veranstaltung. Macht eigentlich Spaß. Ich finde das Konzept auch einfach total gut. Halt eben diese Kneipennacht Konzept ist für dann halt ganz gut, weil die Leute sind halt unterwegs, du hast immer wieder neue Leute, die dann halt von drüben kommen, die kommen dann hier rein. Die Leute können sich aussuchen, was ihnen gefällt. Ich fand es eigentlich ganz gut, ne? Also ich habe hier mal Spaß. Und der Max ist ja auch netter. Genau, der Max ist ein ganz lieber. Ja. Wie ist für dich, du hast ein riesen Repertoire an Musik. Heute hast du gesagt, du war ja ein bisschen lockerer, ein bisschen partymäßig. Wie war das für dich und wie war das für die anderen Musiker? Für die hat das gefälligst gut zu sein. Nein, Quatsch. Nein, ach ja, aber ist ja total wichtig, ein bisschen offen zu sein. Ne? Weil eigentlich hätte man einen Keyboarder gebraucht, jetzt bin ich halt mit dem Looper gekommen, weil er konnte nicht. Macht halt Spaß, weil ist auch immer spannend. Ne? Immer, ich bin ja selber immer so am Gucken, hoffentlich wird auch alles gut. Ich glaube, wir haben alle Spaß gehabt, was soll ich dazu sagen? Ne? Ich meine, irgendwie, wenn dann alle hinterher das geklappt hat, ist natürlich... Das ist immer das Wichtigste als Musiker. Ne? Aber wenn man nochmal zurückkommt, so eine Musikrunde, du spielst ja auch größere Gigs, aber spielst auch kleinere Gigs. Wie ist das für dich heute hier, wenn man so wirklich nah an den Leuten dran ist? Ist das schöner als Musik, wo man ein bisschen auch das Feedback vielleicht sogar direkter bekommt? Ja, ich finde es cooler. Ne? Eigentlich ist es cooler. Ich meine, hat alles so seinen Reiz. Ne? Ich meine, hier bist du natürlich direkt so am Geschehen. Ne? Du hast halt irgendwie die Leute direkt vor dir und bist auch gezwungen, jetzt was zu machen. Ist natürlich, wenn du auf einer großen Bühne bist, muss ich natürlich sagen, bin ich auch eher oft Sideman. Also dann ist das für mich, kann ich das so schön beobachten oder so. Ne? Ich finde eigentlich alles ganz gut. Ne? Das ist...
halt so diese Abwechslung in diesem Job, die verschiedenen Besetzungen, die verschiedenen Bühnen und Situationen. Also insofern mag ich sowas hier auch absolut gerne. Ne? Also was soll ich dazu sagen? Uli, dann danke ich dir für dieses Gespräch. Ja, gerne. Und wir ziehen nochmal weiter hier bei der Remscheider Musikrunde. Jetzt stehen wir hier an der Lepa und hinter uns kann man vielleicht sehen, es ist richtig was los und ich habe den Simon bei mir. Simon, Musikrunde 2024, der Lepa ist gut gefüllt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich nicht beklagen. Ja, bei uns wird es sehr gut angenommen, wie man sieht. Klar, es gilt das Lärmschutzgesetz, da halten wir uns natürlich dran. Das heißt, jetzt später wird das natürlich definitiv umgesetzt. Aber ansonsten kann ich mich nicht beklagen. Wir geben unser Bestes. Wie wichtig ist es, dass es sowas wie die Musikrunde gibt, dass immer wieder mal an einem Samstagabend in Remscheid was passiert, dass die Leute sozusagen auch von einer Lokalität zur anderen Lokalität gehen können? Ich finde es sehr wichtig, bin ich ganz ehrlich. Ich sag mal, jetzt bei uns ist es so, wir versuchen die Tradition ein bisschen hochzuhalten. Das heißt, die Band, die heute spielt von anderen, die spielt jetzt, ich meine, das 7. oder 8. Mal in Folge bei uns, bei der Musikrunde, egal wie sie jetzt heißt. Ich bin sehr froh, dass es die GEWAG-Musikrunde mittlerweile ist. Aber die Leute haben sich das mehr oder weniger auch fix eingetragen. Es ist halt der vorletzte Samstag im September, ist halt ein fixes Datum. Und strömt das Bier oder ist es andere Getränke? Was trinken Leute heutzutage, wenn die zu dir in den Laden kommen bei so einem Abend? Also tendenziell der Klassiker, ne? Ein Pilz, ob klein oder groß, geht natürlich immer. Aber natürlich hat sich die Zeit so ein bisschen geändert. Es geht auch relativ viel mit Aperitif, also quasi Aperol, Lillet, alles so in die Richtung geht natürlich auch. Und ich sag mal, so ein Klassiker wie ein Whisky Cola oder ein Wodka Lemon, wie man es halt kennt, ist natürlich auch immer wieder dabei. Von daher ist alles in Ordnung. Also es ist alles wie immer und wir freuen uns, dass der Abend so läuft, wie er läuft. Simon, dann danke ich dir für dieses Gespräch. Also das hier ein bisschen unsere Reise durch die Remscheider Innenstadt. Die Remscheider Musikrunde 2024, das unser Überblick.